Anfangs war sie das, die erste Möglichkeit für die Zürcher. Mario Frick hat sie vergeben und ein erstes Mal konnte sich Zuberbühler auszeichnen. Jamarauli. Im Zusammenspiel mit Kavelaschwili, Foul von Knetz, 20 Meter vor dem Tor. Und der FC Zürich hat ja neuerdings einen gefürchteten Freistoßschützen, Jean-Jacques Edli, nämlich der Franzose. Aber auch dem Franzosen läuft es wie der ganzen FCZ-Mannschaft im Moment überhaupt nicht. Beim FC Basel dauert es so seine Zeit, ehe man sich auch offensiv mehr getraut. Der Ceccaroni aus der dritten Reihe. Mehr war aber nicht drin bei den Baslern, die zu umständlich agierten und zudem auf eine ganz gut organisierte Zürcher Abwehr traf. Auch Bascolo bei seiner ersten Intervention mehr oder weniger sicher. Unkonventionell die Sitzposition von Raimondo Ponte. Insgesamt das Spiel, ich habe es angesprochen, von eher geringem Unterhaltungswert. Hier zur Abwechslung etwas aus der Abteilung Klingelingeling. Hat ihm aber nicht sonderlich wehgetan. Ceccaroni konnte weitermachen und wir schauen, wie der Corner ablief. Der kam hoch hinein. Kuman Tarakis und wieder Pascolo. Auch bei seiner zweiten Intervention war der Zürcher Hüter sicher. Und Pascolo erhielt gleich noch einmal Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Die Basler mit Tolo. Tolo gegen Pascolo und Pascolo im richtigen Moment draußen. Pascolo, der jetzt doch etwas mehr zu tun hatte als sein Gegenüber Pascal Zuberbühler. Huckel für Kerli. Kerli sieht wieder Tolo. Die zweite Möglichkeit von Tolo, der auffälliger war als sein Sturmpartner Kuman Tarakis. Zum Schluss der ersten Hälfte dann noch einmal die Zürcher und zwar mit Jamarauli. Der Mann, der ganz kluge, ganz geniale Pässe schlagen kann, wie der hier für Kavelaschwili. Ganz, ganz dicke Möglichkeit war das in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Michael Kavelaschwili verzog hier, eigentlich typisch für die erste Halbzeit, die der Affische eines Derbys kaum gerecht wurde. Hinein geht's in die zweite Halbzeit und auch da änderte das eigentlich wenig. Man hielt sich zwar ab und zu vor den beiden Strafräumen auf, aber die wirklich gefährlichen Szenen, die heiklen Dinger, die fehlten. Günner, vielleicht jetzt Günner. Pascolo unkonventionell, aber sicher. Das Publikum wurde immer unzufriedener, immer unruhiger. Basel in dieser zweiten Halbzeit etwas besser. Zürcher Angriffe, die gab es zwar auch, aber die waren doch eher harmloser. Dann Tolo, Tolo alleine auf Pascolo, Tolo. Wieder Pascolo, der beste Zürcher, blieb auch in dieser Szene ganz schön cool, wenn auch man muss es sagen, Tolo hätte den ganz einfach machen müssen. Christian Groß, der Basler Trainer, der hat es gesehen, morgen ist ja schon wieder Training, kann man es besser machen. Von Pascal Zuberbühler haben wir schon lange nichts mehr gesehen. Der hat auch wenig zu tun in dieser zweiten Halbzeit. Dann aber dies. Santana für Frick. Frick ganz allein und dann war er da. Pascal Zuberbühler wie sein Gegenüber Pascolo souverän in dieser Situation. Die letzte Möglichkeit in einem schwachen Spiel hatten dann noch einmal die Basler durch Barberis, der hier aus 12 Metern das Tor nicht trifft. Es blieb beim enttäuschenden 0:0 im Derby zwischen Zürich und Basel. Ein 0:0, das in erster Linie die beiden Goalies freuen wird. Pascolo und auch Zuberbühler waren heute die beiden Besten. So, und jetzt die Übersicht über die gesamte 10. Fußballmeisterschaftsrunde. Der Tobias Ellenberger hat sie gemacht und hat ganz viel Gefühl reingelegt. Wenn mich keiner umarmt, dann küsse ich mich selbst. Doch ansonsten zeigte sich Gezi gegen Servet als erfolgreiche Einheit. Es ist für mich wichtig, mit einem Sieg in meinem ersten Spiel zu starten. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich 2 Tore erzielt habe. Und schließlich werde ich für das bezahlt. Ich küsse euch alle und grüße weiter vom Thron. Gestern knockte St. Gallen Delémont aus. In der nächsten Runde soll Servet dran glauben.
Wir haben momentan einen Lauf und den nehmen wir mal mit nach Genf und fahren dann mit 3 Punkten wieder heim. Um Beijo Brasileiro oder brasilianische Küsse sind in Yverdon voll im Trend. Die 3 Tore gegen Luzern wurden alle von Brasilianern erzielt. Auch bei Lausanne liegt man sich weiter in den Armen. Gegen Xamax resultierte der 4. Sieg in Serie. Doch das soll erst der Anfang gewesen sein. Das ist unsere Antworten und wir machen eine Anmeldung für Weihnachten. Dankesküsse verteilten die Lugano-Stürmer. Adressat, Arau-Torhüter Ivan Benito. Lugano siegte zum ersten Mal zu Hause. Das sind die Resultate des 10. Spieltags. Basel-Zürich 0:0, GC Servette 4:2, St. Gallen-Delemont 2:1, Yverdon-Luzern 3:0, Lugano-Aarau 4:1 und Xamax-Lausanne 1:2. Das ergibt folgende Tabelle. St. Gallen bleibt Leader, GC verbessert sich vom 4. auf den 2. Rang. Yverdon und Lausanne haben zu Basel aufgeschlossen. In der unteren Tabellenhälfte hat einzig Lugano gewonnen und einen Platz gut gemacht. Delemont hat von Zürich die rote Laterne zurückerhalten. Der Meisterschaftsbetrieb ruht jetzt für 14 Tage. Die Nationalmannschaft ist am Drücken mit ihnen bei der EM-Ausscheidungsspiel zu Dänemark am nächsten Samstag und gegen Weißrussland dann am Mittwoch in einer Woche.